Es ist nicht nur für uns, sondern natürlich auch, wenn hier private Gäste oder private Autos gewesen hätten, dann sie sind auch hier offiziell warten müssen und mit uns fahren müssen. Also, das heißt auch, dass Sie, liebe Gäste, auf den Rückweg, wenn wir zurückkommen zum Bus, bitte rechtzeitig zurückkommen, weil wir nicht warten können. Ja? Das Schneepflug fährt auch ohne uns und dann natürlich von dort kann man nur mit dem nächsten Schneepflug fahren. Gibt es noch eine andere Zeit, weil natürlich dort gibt es auch einige Mitarbeiter, die dort arbeiten auf Nordkap und sie müssen auch von dort weg. Sie wohnen nicht dort. Also liebe Gäste, es hat schon passiert, ne, dass jemand hier ein bisschen längere Urlaub gemacht habe als geplant. Also bitte rechtzeitig zurückkommen. Die deutsche Pünktlichkeit ist sowieso bekannt, bitte halten Sie die Tradition. Wie viel Uhr fährt der Bus wieder? Ja, also das werde ich mit dem Fahrer absprechen. Also auf unserer rechten Seite sehen Sie die allerletzte Fischerdorf in Europa, Skarsvåg mit 50 Einwohnern, sehr beliebt. Die Menschen sind ganz anders dort, aber das ist dann auch hier in Nordnorwegen bekannt. Wenn Sie auf den Straßen unterwegs sind, es kann passieren, dass jemand Ihnen ruft, auf einen Kaffee zu trinken. Also einen Kaffee zu trinken. Und dann Sie sind herzlich eingeladen in dem Gebäude, können Sie dort auch so ab und zu übernachten. Wenn Sie natürlich sehr gut miteinander, also wenn Sie sehr gut einander verstehen, das ist hier ganz normal. Und die Fischermänner sind auch sehr, sehr freundlich. Eigentlich, sie lieben Gäste. Also hier, auch in Nordnorwegen, wenn Sie hier aus Ausländer kommen, dann sie sind herzlich willkommen auf ein Kaffee. Ja, also wir sind gar nicht so weit von Nordkap und ich möchte gerne vielleicht ein bisschen über die Nordkap-Geschichte erwähnen. Natürlich, ich möchte nicht, dass Sie das denken, dass hier immer eine Straße gewesen, ein Bus mit Heizung. Natürlich ist nicht. Trotzdem wurde Nordkap besucht, ne, von den Touristen. Und zuerst, ich möchte über die Nordkap-Horn erwähnen. Die Nordkap-Horn ist ein bestimmtes Felsenstück aus dem Plateau, aus der Nordkap-Plateau, die wurde schon seit langem als der Nase der Norwegens genannt. Und ja, das ist natürlich der Nase eines Trolls. Ne? Der Riesentroll hat eine große Nase und das ist der Nase der Riesentroll. Das wurde auch gesagt. Sowieso, die Nordkap Horn war immer ein Orientierungspunkt für die Schifffahrt. Und das ist genauso heute, wenn Sie mit den Fischermännern reden. Sie waren auch einmal schon auf Nordkap natürlich, aber für Sie, die Nordkap Horn ist nur ein Orientierungspunkt, wenn Sie unterwegs sind mit dem Schiff. Und das hat genauso, es war genauso vor 1000 Jahren oder in die 16. Jahrhundert, als 1566 hier drei Schiffe unterwegs gewesen auf einer Expedition aus Großbritannien. Und nur ein Schiff, der Bonaventura, hat das schlechte Wetter überlebt. Die zwei anderen Schiffe sind untergegangen. Und dieses Schiff heißt Bonaventura mit dem Kapitän Richard Cancellor an Bord. Und sein Name ist sehr wichtig zu erwähnen, weil er ist der erste Mensch offiziell, der den Namen Nordkap aufgeschrieben hat. Und somit nennen wir Nordkap seit dem 16. Jahrhundert von der Kapitän Richard Cancellor. Also, er hat auch Nordkap schon vom Schiff aus gesehen, aber bis zum 17. Jahrhundert noch niemand auf Nordkap oder hier auf der Insel, auf Magerøya gewesen. Als Tourist natürlich, weil die Sami haben hier gewohnt und auch heutzutage hier ist dann immer noch 5 samische Familien, die hier leben. Also in dem 17. Jahrhundert war es soweit, dass der erste Tourist hier auf der Insel gekommen ist. Er war Francesco Negri
und hat er nicht nur ein Tag, sondern 2 Jahre verbracht hier auf der Insel. Er wollte ein Buch schreiben und dazu natürlich brauchte er viel Information zusammen und somit wollte er über die Tierwelt, Vogelwelt, die Fischarten, die verschiedenen Pflanzen, Blumen und natürlich auch dann über die Samis schreiben und hat er nach 2 Jahren so viel Information sich gesammelt, dass zu Hause ein Buch schreiben konnte. Und dieses Buch wurde von vielen Menschen gelesen und somit hat hier der Tourismus angefangen. Der Bucht auf unserer rechten Seite werde ich es Ihnen zeigen. Dort sollten Sie auf Rede und dann mit kleinen Booten am Land gebracht und somit nach oben klettern. Ne? Also die einzige Möglichkeit war, auf Nordkap zu klettern. Und man sagt natürlich damals, die Frauen sind sehr hübsch angezogen. Sie haben das nicht so gut vorgestellt, wo sind sie. Und ja, mit solcher Kleidung konnten sie nicht klettern, wirklich. Und dann die Fischermänner haben die Frauen getragen, ne, die hier gewohnt haben in Skaschwuk und Jeswar. Und man sagt, damals die Fischermänner viel mehr verdient haben als heute. Als sie dann angekommen, war dort schon ein Mini-Pavillon, sozusagen ein Champagne-Pavillon aufgebaut, damit sie dann auch ja, miteinander angestoßen konnte. Und somit natürlich, es war eine große, es war eine große Sache, dass sie Nordkap geschafft haben. Es war auch ziemlich anstrengend und diese Wanderweg kann man heute noch sehen und auch natürlich ist dann für jede ist geöffnet, kann man das noch immer noch nachmachen. So, liebe Gäste, dann am Ende 19. Jahrhunderts war es soweit, dass hier auch die erste Touristengruppe organisiert wurde. Von Thomas Cook aus Großbritannien war hier eine Expedition bis zum Nordkap organisiert für 24 Menschen am Ende 19. Jahrhunderts. Und damals war hier auch keine Straße, also sie sollten genauso als die Königin klettern. Und das hat bis 1956 funktioniert, als hier die Straße gebaut wurde. Und natürlich hat hier sozusagen die Massentourismus angefangen. Ganz spät natürlich, weil die Massentourismus ist zu verdanken der Kreuzfahrtindustrie, die hier dann jedes Jahr mehr und mehr erscheinen. Und somit, es ist dann nur, ja, Ende 80er Jahre hat hier dann wirklich die Tourismus angefangen. Als ich schon es erwähnt habe, heutzutage es ist ungefähr 250.000 ohne Hütte zu zählen, dazu zählen 105 Kreuzfahrtschiffe, dazu gezählt die größeren Schiffe mit 3.000, 4.000 Gäste an Bord. Also ab und zu gibt es 4 Schiffe in Hollingsburg gleichzeitig. Nur zwei große Schiffe können dort einlegen. Und die anderen zwei müssen mit kleinen Tenderbooten an Land gebracht. Trotzdem, Hollingsburg wird populär und Nordkap natürlich möchte viele Menschen besichtigen. So, liebe Gäste, natürlich mit 5.000 Gäste hier täglich, ab und zu 9.000, ne, das war der Rekord hier, 9.000 hier auf Nordkap, ist ein ganz anderes. Ne? Also ich sage immer, jetzt gerade ist das Gefühl, was Sie suchen, da oben, diese Einsamkeit und dieses Gefühl, dass Sie wirklich am Ende Europas sind. Das ist gerade hier in dem Herbst- und Winterzeit und auch natürlich in der Frühling. Ja, in der Sommerzeit mit so vielen anderen Gästen natürlich ist auch trotzdem sehr, sehr schön, aber ist ziemlich laut und natürlich dann genießen sie nicht so diese Einsamkeit und diese Atmosphäre, als hier gibt es, als es ist hier original geplant. Natürlich gibt es hier auch andere Möglichkeiten auf Nordkap zu fahren, nicht nur mit dem Bus.
Und dazu natürlich gehört einige witzige Situationen. Zum Beispiel in Deutschland, vielleicht haben Sie auch in den Zeitungen gelesen, dass hier diese Sommerzeit war zwei Frauen mit einem Traktor unterwegs aus Deutschland. Ne? Nach, ja, ich glaube, nach drei Monaten haben sie noch Kap erreicht. Mit auch einige Pause zwischendurch. Die Höhepunkt war bis jetzt, ich sage immer bis jetzt, zwei Männer aus Frankreich mit einem Gabelstapler. Also gibt es hier jedes Jahr ganz viele Touristen, die hier mit dem Fahrrad kommen, aus verschiedenen Ländern Europas. Ich habe sogar mit einem Gast getroffen in meinem Bus. Er war aus Deutschland mit dem Fahrrad unterwegs. Das war schon mehrere Monate, ich glaube 5 Monate hat er gebraucht, mit auch Pause zwischendurch natürlich. Und die aller Höhepunkt ist ein Wanderweg aus Sizilien. Liebe Gäste, kann man hier auch zu Fuß aus Sizilien bis Nordkap. Es dauert ungefähr ein Jahr. Noch niemand angekommen. Wahrscheinlich sie sind noch unterwegs. Sie können die Erste sein. Dieser Wanderweg ist dann auch natürlich in Nordkap offiziell ausgeschrieben. Gibt es dort auch die nördlichste Postamt und dort kann man natürlich diese Mappe ganz gut sehen. Also liebe Gäste, wir sind gar nicht so weit und die Kolonnezeit ist 1.45 Uhr. Ja, wir treffen uns 5 Minuten vor, ja? Also 20 vor 2, ja? Also 40 nach 1. Jetzt hier auf unserer rechten Seite, das ist hier Hornwicker Bucht, der Bucht, wo die ersten Touristen mit dem Schiff auf Rede gewesen und dann hier ist der Wanderweg zum Klettern. Ja, also ziemlich anstrengend, aber wie das auch heutzutage gemacht. Und meistens sieht man das ganz deutlich, immer noch dieser Wanderweg. Der Schnee hilft auch noch was dazu. Also den Wanderweg kann man ganz gut sehen, jetzt auf 1 Uhr, es wird auf 2 Uhr bald. Ne? Dort kann man wegen des Schnees ganz gut den Wanderweg noch sehen. Und also dieser Wanderweg kann man noch machen, ohne etwas professionelles Ausrüstung. Ne? Nur eine gute Schuhe und natürlich Zeit brauchen sie auch. So, liebe Gäste, hier auf Nordkap natürlich gibt es nicht nur die Globus zu sehen. Ich möchte Sie trotzdem bitten, zuerst draußen zu gehen, weil wird es hier ziemlich dunkel, ne? Innerhalb von 2 Stunden oder 1,5 Stunden, als wir schon nach Hause fahren. Also machen Sie die wunderschönen Bilder zuerst. Die Globus befindet sich hinter dem Gebäude. Die Gebäude werden wir jetzt bald sehen. Von der linken Seite der Gebäude können Sie den Globus schon ganz schnell erreichen und zuerst ein wunderschönes Foto machen mit dem Felsen, 307 Meter. Ja? Von der rechten Seite der Gebäude befindet sich der 7-Medaille mit der Mutterkindfigur. Die symbolisiert Kooperation und Freundschaft mit allen Kindern der Welt. Ja? Hat nichts zu tun mit dem Zweiten Weltkrieg, weil die Frage kommt ganz gerne vor. Hier in dem Gebäude hat auch viel zu machen. Gibt es natürlich ein großes Souvenirgeschäft und auch eine Cafeteria. Die können Sie auch am Schluss etwas Souvenir nach Hause nehmen oder einen Kaffee zu trinken und die Panorama zu genießen. Auf die -3. Etage ist ein Kino und in diesem Kino läuft ein Film für Sie. Dieses Film dauert nur 13 Minuten und präsentiert sich Nordkap und Magerøya Insel mit 4 Jahreszeiten. Ja? Also einen sehr guten Eindruck bekommen Sie, wenn Sie dieses Film anzuschauen. Auf die -3. Etage, also dieses Film läuft dreimal. Mit den Zeiten